Warte mal, halt mal kurz Maul. Ich muss jetzt mal hier eine Ansage machen. Wow! Jo Leute, was geht ab? Ich bin heute mit meinem Gravelbike hier im Skatepark. Das Grizzle von Canyon habe ich vor 2 Tagen bekommen. Und ja, wir wollen halt mal gucken, was damit an Tricks auch möglich ist. Ich habe auf jeden Fall eine Federung vorne, eine Gabel, eine versenkbare Sattelstütze. Und ja, ich würde sagen, wir checken es einfach mal aus. Junge! Also, was mir direkt auffällt, ist mit dem Lenker. Ich weiß noch nicht, wo ich greifen soll. Ich habe jetzt gerade so gegriffen. Oder es ist echt instabil. Ich glaube, ich mache mal eine Runde und greife diesmal so, mehr wie beim Mountainbike. Mann! Boah! Ah, ja, schon besser! Boah! Wow! Wow! Alter, ich kann nicht bremsen! Boah! Junge! Besser als, also so zu greifen, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Aber auch mega instabil, weil der Lenker so schmal ist. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Skatepark. Warte. Wheelie. Nein. Wheelie in die Quarter. Yes! Und... Ah! Ah. Ich mach da mal, sprich aus dem Flyout oben raus. Wow! Wow. Bis das kaputt macht. Der was kaputt macht. Yes! Mal gucken, was noch geht. Ich würde es gerne flippen eigentlich. So, ich würde sagen, ich probiere mal ein 360 aus dem Flyout. Normal springen geht, auch wenn es ziemlich wackelig ist. Aber ich glaube es hauptsächlich, weil der Lenker so schmal ist. Und die Position so weit, man ist so weit über den Lenker geneigt. Also die Geometrie vom Fahrrad ist nicht so gut zum Springen. Aber ich probiere mal ein 360. Da. Ah, fast. Ah! Fuck! Komm jetzt! Yes! Yes! Ah. 360 hat tatsächlich geklappt. Bisschen sketchy. Vielleicht auch liegt es ein bisschen daran, dass die Reifen auch so schmal sind. Aber ich glaube hauptsächlich durch den Lenker, weil der so schmal ist. Aber ich habe überlegt, wenn ich so greife, müsste ich eigentlich ganz geile Tabletops machen können. Und deswegen probiere ich das jetzt mal da an der Hip und schau mal, wie es klappt. Ah. Nächster Trick, Suicide No-Hander aus dem Flyout. Ah! Wow, Junge! War weg, oder? Ja. Zählt? Ja. Warte, warte. Sui Nummer 2. Yes! Der geht gut, tatsächlich. Bis jetzt der Trick, der am meisten Bock gemacht hat. Ich würde sagen. Oh, was geht als nächstes? Oh, das ist schwierig. Ein Tail-Tap. Ein Tail-Tap an der Quarterpipe. Okay? Alles klar. Wow. Krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Also was halt wirklich unangenehm ist, dass man den Lenker so hat beim Tail-Tap. Oder generell bei manchen Sachen. Und beim normalen Fahren halt so. Aber
Hat es auch besser geklappt als gedacht. Von der Bank ins Gravel hinten drüben rein. Auch besser als gedacht tatsächlich. Ich bin überrascht, wie gut es funktioniert alles. Ich weiß nicht, ob die Gabel einen Unterschied macht oder so, aber dadurch, dass die Reifen ein bisschen dicker sind als beim Rennrad, hat man schon eigentlich ein bisschen Komfort. Und es ist besser springen als erwartet. Also, nächster Trick, im Pool hier ein R über die Ecke. Und wenn das gut läuft, danach vielleicht noch ein Fastblend oder Footblend in der Quarter. Als nächstes ein klassischer Street-Move, 270er Bunny-Hop über die Ecke. Yes! Geil! Okay, auf die Extension, ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Tire-Stand, also kein Tail-Tap, sondern mit Beinrädern, auf die Extension und dann wieder rein. Ah, fuck! Okay, nochmal. Ja! Und er. Yo, er ist ein geil. Erstmal ein richtig Bock mit dem Ding. So, als nächstes kommt ein R in der Quarterpipe da hinten. Ah, warte, der geht höher. Wow! Da geht noch mehr, warte. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Nice. Erst ging gut. So, die Skatepark-Tricks, würde ich sagen, haben wir durch. Mehr kann ich auch ehrlich gesagt nicht. Als nächstes gehen wir zur Jumpbox hier im Park, der größte Kicker. Ich bin gespannt, wie sich der Geehrte mit dem Ding anfühlt. Wow! Wow! Alter, yo! Ah, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht's eigentlich echt. Yeah! Ich würde sagen, das, was alle erwarten, kommt immer näher. Ich würde sagen, wir checken mal an, ob damit noch ein Backflip geht. Also, tatsächlich war der Flip ist jetzt der Trick, der am ähnlichsten zu einem Dirtbike war. Was mich wundert eigentlich, aber durch die großen Laufräder und ich weiß nicht, hat besser geklappt als gedacht. Und ja, ich muss sagen, das Fahrrad sieht auch echt noch komplett intakt aus. Wundert mich auch nach den ganzen 360-Versuchen. So, Flip aus dem Pool hat eigentlich ganz gut geklappt. Beziehungsweise habe ich es mir echt schwieriger vorgestellt, fühlt sich gut an. Deswegen können wir jetzt mal rüber zum großen Gap gehen, zur Jumpbox hier im Park und mal gucken, ob es da auch geht. Wow! Nice! Pump Gap bin ich gerade geflippt, ich war ein bisschen zu kurz. Aber es hat sich tatsächlich ganz okay angefühlt, deswegen mache ich das noch einmal. Genau. Achso, und ich muss noch eine Klappe machen. Ah, besser. Yes. Ey, Pump Trick mal richtig Bock auf den Ding, mal so schnell. Alter. Uah. Besser. Pump Track ist so schnell auf dem Ding, das ist krass. Ja, ich würde sagen, das war ein gutes Ende fürs Video. Diese weiche Landung. Mir geht heute auch nicht mehr. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.